Bist du in Gedanken oft in deiner Vergangenheit? Hast du Schwierigkeiten, etwas oder vielleicht auch jemanden loszulassen? Dann schau dir dieses Video an. Mein Name ist Jasmin und ich bin Autorin und Sängerin. Und im heutigen Video sprechen wir über das Thema Loslassen. Wir werden darüber sprechen, warum es uns manchmal so schwer fällt, loszulassen und wie uns das künftig besser gelingen kann. Die Fähigkeit, loszulassen, ist ein wichtiges Element für ein glückliches und erfülltes Leben. Oft klammern wir uns an Dinge, Menschen oder Gewohnheiten, die uns nicht gut tun oder uns sogar unglücklich machen. Doch warum fällt es uns so schwer loszulassen? Und wie können wir lernen, uns von diesen Belastungen zu befreien? Loslassen bedeutet, dass du dich von allem trennst, was dich in deiner persönlichen Entwicklung behindert oder negative Auswirkungen auf dich hat. Das können toxische Beziehungen sein, ungesunde Gewohnheiten, alte Glaubenssätze oder auch materieller Besitz, der dich nicht mehr erfüllt. Es geht darum, Raum für positive Veränderungen und neue Möglichkeiten in deinem Leben zu schaffen. Übrigens habe ich zum Thema negative Glaubenssätze auflösen auch vor einiger Zeit schon ein Video gemacht. Das verlinke ich dir hier und unten in der Videobeschreibung. Ein Grund, warum es dir so schwer fällt, loszulassen, ist die Angst vor dem Neuen, vor dem Unbekannten. Wir sind nun mal Gewohnheitstiere und fühlen uns in vertrauten Situationen sicher. Selbst wenn diese Situationen uns nicht glücklich machen, so scheint das alte Vertraute immer noch besser als das neue Unbekannte. Doch das Festhalten an Unzufriedenheit hindert dich daran, dein volles Potenzial auszuschöpfen und wirklich glücklich zu sein. Ein erster Schritt, um loszulassen, liegt darin, sich darüber klar zu werden, was dich denn unglücklich macht. Hierbei ist es wichtig, dass du ehrlich bist zu dir selbst und deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche reflektierst. Oft sind es nämlich äußere Einflüsse oder gesellschaftliche Konventionen, die dich davon abhalten, deine Träume zu verfolgen. Indem du diese erkennst und benennst, legst du den Grundstein für eine positive Veränderung. Außerdem gehört zum Loslassen die Akzeptanz. Manchmal kannst du bestimmte Situationen oder auch andere Menschen nicht ändern. Es liegt außerhalb deiner Kontrolle. In solchen Fällen ist es wichtig, die Realität anzuerkennen und loszulassen. Das bedeutet nicht passiv zu sein, sondern die Energie, die du bislang in das Unveränderliche gesteckt hast, umzuleiten in positive Veränderungen. Also zum Beispiel, dich mehr auf dich selbst zu konzentrieren, anstatt zu versuchen, einen Mitmenschen zu ändern. Das kannst du, indem du zum Beispiel überlegst, was du gerade brauchst und was dir gut tut. Loslassen erfordert aber immer auch Mut. Den Mut, sich auf die Veränderung einzulassen und neue Wege zu gehen. Es ist nicht immer einfach, sich von Menschen zu trennen oder auch von bestimmten Gewohnheiten, die einem vertraut sind. Aber nur wenn du deinen Mut zusammennimmst, kannst du neue Wege gehen, dich weiterentwickeln und langfristig glücklich sein. Beim Prozess des Loslassens unterstützt dich zum Beispiel das Praktizieren von Achtsamkeit. Denn durch Achtsamkeit gelingt es dir, ganz im Gegenwärtigen Hier und Jetzt zu sein und deine Gedanken und Gefühle bewusst wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Durch regelmäßige Achtsamkeitsübungen kannst du deine innere Klarheit stärken und erkennen, was dich denn glücklich macht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst oder mir einen Kommentar da lässt. Teile das Video auch gern, wenn du jemanden kennst, von dem du der Meinung bist, das könnte ihm gerade weiterhelfen in seiner Situation. Macht Geld glücklich? Das ist eine spannende Frage, oder nicht? Um dieses Thema werden wir uns dann beim nächsten Mal kümmern und ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder dabei bist. Bis dahin alles Gute, deine Jasmin.